Ja, hallo zusammen zu einem weiteren Video und wir hatten ja Pages am Mac uns angeguckt und machen da verschiedene Sachen. Zuletzt hatten wir dort nach DIN Norm 5008 einen Brief erstellt und nun fragen sich viele, kann ich das auch hier mit meinem kleinen iPad machen? Und das ist eigentlich das Fantastische. Ich hatte das in anderen Videos schon erklärt. Apple wird scheinbar oder ist dabei, die Computerwelt und die iPad-Welt zusammenzuführen. Das passiert gerade, wir sind mitten in diesem Prozess. Das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis das perfekt funktioniert. Aber bei manchen Programmen, die wir haben, können wir das schon sehen. Und Pages gibt es eben auch für die iPads. Und viele können nicht glauben, dass sie damit eigentlich eine ganz mächtige Textverarbeitung bekommen. Vielleicht ist das für einige von euch dann etwas schwierig, auf dem iPad zu tippen. Es gibt einen kleinen Tipp und den kann ich euch ans Herz legen. Es gibt eine Logitech-Tastatur, hier diese, die ist solarbetrieben. Und diese Tastatur funktioniert sowohl am Mac oder iMac, also am Computer. Man kann die aber auch per Tastendruck so umschalten, dass man hiermit auf dem iPad tippen kann. Also wenn man längere Briefe schreiben will, ist das eine gute Alternative, um Texte schreiben zu können. Die kostete jetzt derzeit kurz vor Weihnachten 39 Euro bei Gravis. Die war recht günstig. Ich setze mal ein paar Links unten in diesen Beitrag mit rein. Die gibt es auch bei Amazon, falls ihr Interesse an so einer Tastatur habt. Die kann man eben auch ja, von Logitech bestellen. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollen ja diese Briefe auch hier auf dem iPad erstellen. Und wir wollen auch hier auf dem iPad bei Pages nach DIN-Norm einen Brief erstellen. Und wir wollen den so verändern, dass das unser persönlicher Briefkopf ist, den wir dann immer wieder verwenden können. Dabei gibt es ein paar kleine Unterschiede. Es läuft leider ein bisschen anders als derzeit noch auf dem Mac-Computer. Nicht ganz so komfortabel, aber ich werde euch das jetzt hoffentlich hier ein bisschen erklären. Zunächst einmal starten wir Pages auf dem iPad und sehen diesen Bildschirm. Und dort sind alle meine Dokumente, die ich derzeit bearbeitet habe. Einige dieser Dokumente liegen auch in der Cloud. Wenn ihr nicht wisst, was die Cloud ist, ich habe ein Video hier gemacht. Was ist die iCloud? Guckt euch das mal an. Und diese Dokumente werden darüber, über diese Cloud, also diesen Computerspeicher in der Wolke, quasi für alle Systeme, ja, sind sie im Zugriff. Also das heißt, auf dem Mac kann ich das auch öffnen und ich kann das hier auf Pages öffnen. Was habe ich davon? Ich könnte mir das iPad mitnehmen, in der Bahn einen Brief schreiben und den Brief dann in diese Cloud laden. Anschließend gehe ich zu meinem Computer und arbeite dort weiter an dem Brief. Also das ist dieser Vorteil dieser Cloud. Auch da geht es aber heute nicht drum. Aber hier sehen wir erstmal alle Dokumente, die ich erstellt habe, auf dem iPad und auf der Cloud. Und wir wollen jetzt ein neues Dokument erstellen und drücken hier auf die Plus-Taste. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, genauso wie auf dem Mac, mir hier Vorlagen auszuwählen. Da gibt es verschiedene, die Apple vorgefertigt hat. Ein paar sind einfach nur so Briefumschläge oder Etiketten. Kann man natürlich alles gut gebrauchen, aber auch sehr aufwendige Sachen wie Flyer oder Plakate kann ich hier mitgestalten. Aber wir gucken mal hier ganz nach oben wieder und dort sehen wir eben auch unter Briefe den DIN 5008A-Brief. Also das, was wir auf Mac auch schon bearbeitet hatten, können wir hier am iPad auch machen. Ich öffne das jetzt mal und dann wird diese Vorlage hier geöffnet und ihr seht, das ist absolut der gleiche Brief, wie wir eben am Mac auch hatten. Und jetzt wollen wir ja daraus eine Vorlage erstellen, die unser Briefkopf ist. Also da oben soll mein Name stehen und dann sind da ja nur Testdaten von Apple drin. Ich kann natürlich jetzt hier überall auf diesen Texten tippen und Dinge verändern. Das geht also auch hier oben in diesen einzelnen Abschnitten, die dort ausgewählt sind. Zum Beispiel hier oben der Absatz unsere Zeichen. Und auch hier in diesem Bereich kann ich reinklicken. Ihr seht den Rahmen da oben mit der Adresse. Und da steht natürlich jetzt so eine Musterdatenadresse und da soll jetzt meine rein. Und deswegen klicke ich hier mit dem Finger mal rein. Da muss man ein bisschen üben. So zweimal klicken ist ganz hilfreich. Und ihr seht, das sind 4 Zeilen Text und ich sollte auch darauf achten, dass das immer auf 4 Zeilen Text bleiben, damit das Datum nämlich an der richtigen Position steht. Denn diese DIN-Norm, die sagt einem eigentlich, an welcher Position das Datum zu stehen hat, und zwar zentimetergenau. Und wenn wir das natürlich jetzt da alles weglöschen, rutscht auch das Datum hoch. Also da müssen wir aufpassen, dass wir hier tatsächlich dann eben einen 4-zeiligen Text reinschreiben, was ganz gut geht, wenn man da die Adresse und die E-Mail-Adresse beispielsweise mit reinschreibt. So, ich lösche das mal hier auf der Tastatur alles weg und schreibe eben jetzt hier meinen Text rein. Oder muss ein bisschen aufpassen, dass wir es auch richtig machen. Denn wir müssen das natürlich jetzt schon ordentlich machen. Denn das soll ja unsere zukünftige Vorlage werden. Wir wollen das ja nicht jedes Mal bei jedem Brief, den wir schreiben, da oben alles eintippen. Sondern wir wollen dort ja eine Vorlage bilden. Und deswegen müssen wir es jetzt erstmal mit richtigen und realen Daten füllen. Und hier oben kommt eben, wie gesagt, jetzt meine Adresse rein.
Und mit diesem Gerede versuche ich gerade, meine Tipperei zu überbrücken. Und hier trage ich noch meine E-Mail ein. Und dann habe ich natürlich genau vier Zeilen und mein Datum steht wieder genau in der richtigen Position. Soweit, so gut. Die anderen Sachen, wie hier beispielsweise die Adresse, an wen ich den Brief schreibe, das muss ich jetzt ja nicht ändern. Das ändere ich natürlich immer dann, wenn ich einen Brief schreiben will. Das sind ja Dinge, die variabel sind. Auch der Betreff und auch der gesamte Text dieses Briefes wird ja dann immer erst erstellt. Ich könnte natürlich jetzt hier oben noch in dem Bereich Durchwahl meine Telefonnummer ändern. Ja, das ist ja zum Beispiel was ich auch nicht da stehen haben will. Da, und jetzt ist was passiert, das habt ihr vielleicht gerade gesehen. Ich habe das gelöscht. Ja, ich mache das nochmal hier oben über Widerrufen wieder rückgängig. Und ihr seht, beim Doppeltippen hat er diese gesamte Zeile markiert. Und wenn ich jetzt natürlich Löschen drücke, dann löscht er sie auch. Das ist auch erstmal nicht so tragisch. Die kann auch gelöscht werden. Aber jetzt schaut mal, ich stehe hier oben an ihre Zeichen. Da will ich gar nicht hin. Ich will ja zur Durchwahl da hinten. Ich will ja da meine Telefonnummer reintippen und meinen Namen. Und jetzt gehen viele hin, und ich hatte das schon bei Pages am Mac gezeigt, und füllen diesen Raum mit Leerzeichen. Das hat aber einen ganz furchtbaren Nachteil, denn immer dann, wenn ihr da noch Zeichen hinzufügt oder was ändert, steht da ja das Leerzeichen hinter oder davor und alles verschiebt sich in diesen Absätzen. Also Leerzeichen zum Anspringen von Spalten zu benutzen, sollte man in der Computerwelt tunlichst überhaupt nicht machen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Dazu kommt noch, dass die Schriften hier sogenannte Proportionalschriften sind. Das klingt kompliziert, aber vielleicht kurz erklärt, ein B ist halt breiter als ein I, ja, von der Schrift her. Und Proportionalschriften berücksichtigen diese Abstände. Und wenn ihr natürlich jetzt was untereinander schreiben wollt, und das sind Einsen und Nullen, dann haben die unterschiedliche Zeichengrößen. Und wenn ihr das mit Leerzeichen versucht zu formatieren, dann kriegt ihr die nie untereinander. Die laufen immer so ganz komisch, ungerade in einer Linie. Also deswegen benutzt man die einfach nicht. Was man macht, ist, dass man sogenannte Tabulatoren benutzt. Und die sieht man hier oben. Wir haben ein Lineal nämlich eingeblendet bekommen, als wir in diesen Rahmen geklickt haben. Und dort sind solche Pfeile zu sehen an den Zentimeterpositionen. Und tatsächlich kann ich die verschieben. Ich kann also diesen Pfeil da oben nehmen und den in der Position verändern. Seht ihr, jetzt ist er auf 5,5 und er war auf 8,5, da setze ich ihn auch wieder hin. Und das sind Tabulatoren. Wenn wir uns die jetzt mal angucken, dann zieht sich da auch so eine Linie runter. Und genau diese Linie ist die Position, die Schriftposition, an die ich springen kann, wenn ich den Tabulator benutze. Nun gibt es auf dem iPad keine Tabulator-Taste. Bis vor kurzem war das da auch echt ein Problem. Aber Apple hat die eingefügt. Ihr seht, über dieser Tastatur habe ich jetzt hier plötzlich so ein paar Sonderfunktionen bekommen. Und eine ganz oben links heißt Tab. Und ich drücke die mal und wir gucken mal, was passiert. Ich springe sofort an die Position. Seht ihr das? Ich bin sofort bei unsere Zeichen hingesprungen. Und wenn ich die nochmal drücke, ihr seht, da oben ist noch ein zweiter Pfeil, dann springe ich auf die Durchwahl. Und hier kann ich jetzt die Telefonnummer eingeben. Ich mache das mal. Hier die Firmennummer. Und drücke Enter. Jetzt bin ich natürlich wie durch das Absatzbestätigen-Zeichen wieder in eine Zeile tiefer gekommen und ich muss wieder zweimal Tab drücken, um an die Position da hinten zu kommen, um da meinen Namen einzutragen. Heute habe ich es aber mit der Groß- und Kleinschrift ein bisschen. So, und ihr seht, das habe ich jetzt prima verändern können. Und ein Vorteil ist eben jetzt, wenn ich in diesem Brief hier nachher auf Ihre Zeichen klicke, unsere Zeichen hier, ja, und drücke einmal Tab, da muss ich aufpassen, jetzt habe ich selber nicht ganz hinbekommen. Da geht es schon los. Ist auch nicht so ganz einfach. Ich will nämlich eigentlich hier in diesen Tabulator gehen, der da ist. Aber da merkt ihr, da ist noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen frickelig. Jetzt habe ich ihn da hingesetzt. Ich halte den Finger auf dem Feld und dann kann ich etwas genauer positionieren. So, und hier füge ich ja jetzt unsere Zeichen an. Und wenn ihr jetzt eigentlich alles mit Leerzeichen aufgefüllt habt bis zur Telefonnummer, dann würde jetzt, sobald ihr was tippt, die natürlich alles da verschieben, weil die Leerzeichen mitrutschen. Ja, also dann kriegt ihr die Durchwahl plötzlich nicht mehr dort hin. Aber da wir Tabulatoren benutzt haben, können wir jetzt tatsächlich hier tippen, ohne dass sich die Zeile verschiebt. Und das ist eben ein riesiger Vorteil dieser Tabulatoren. Und deswegen sollte man die auf jeden Fall immer benutzen. Und die sind hier vorgegeben. Wir können gerne auch mal einen Kurs machen, wie man die setzt und macht. Aber jetzt geht es da nicht drum, sondern nur da oben im Lineal. Sie sind da und an die Position könnt ihr springen. So, dann haben wir noch was anderes. Wir haben nämlich hier auf diesem Brief sogenannte Fußzeilen. Ihr seht das hier unten, sind die Bankverbindungen, Adressdaten und oben ist mein Name nochmal mit diesem grafischen Symbol. Und die konnten wir am Mac prima ändern. Da ging das bei Pages ganz einfach. Da haben wir oben in den Kopf- und Fußzeilenbereich reingesprungen, geklickt und fertig war's.
Hier geht das nicht so. Also da merkt man auch schon, da hat das Apple noch nicht so hinbekommen, die Programme wirklich identisch zu machen. Mal gucken, das wird sich sicherlich irgendwann ändern, aber im Moment müssen wir einen anderen Weg wählen. Kurz aber was zu den Kopf- und Fußzeilen. Kopf- und Fußzeilen definiert man auf der ersten Seite ein einziges Mal und wenn man sie dann später auf der zweiten Seite braucht, und das macht das Programm automatisch, wenn ich also hier was tippe, mach das mal, dann fängt irgendwann eine zweite Seite an, ihr seht das hier getrennt durch den Strich, und dann wird die Kopf- und die Fußzeile automatisch schon da reingesetzt, und zwar immer aufgrund der Funktion von der ersten Seite, also die erste Seite ist quasi die Vorlage. Das heißt, ich muss nie Kopf- und Fußzeilen irgendwo drunter setzen, ich habe die quasi einmal definiert, und sobald ich eine neue Seite anfange, kommen die dann automatisch. So, natürlich will ich die mit meinem Namen jetzt versehen und jetzt müssen wir einen kleinen Trick anwenden, denn wie gesagt, reinklicken geht nicht, hier passiert nichts, wenn ich da draufklicke, geht das nicht. Und da müssen wir hier auf dieses Werkzeugsymbol klicken und da auf die Dokumentenkonfiguration. Und wenn wir das machen, dann sehen wir tatsächlich hier die gesamte Seite. Ihr seht auch, wo der Brief beginnt. Also ihr seht diesen Rahmen, den man auch in der Breite verändern kann. Aber das wollen wir auf keinen Fall tun. Wir wollen ja nach DIN-Norm arbeiten. Und die DIN-Norm ist jetzt eingestellt. Aber natürlich könnt ihr das beliebig abändern. Und hier oben kann ich jetzt reinklicken. Ihr seht das. Da oben ist so ein Feld. Da ist der Name drin. Und da muss ich ein bisschen tricksen, um das zu treffen. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ja, Doppelklick auf den Namen hat jetzt geholfen. Man merkt schon, mit dem Finger das Ganze machen ist schon nicht so ganz einfach. Da muss Apple sich noch ein paar Tricks ausdenken, um das noch besser hinzubekommen. Und manchmal ist man ein bisschen frustriert und klickt da rum und kommt nicht an die Stelle, wo man will. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Übung geht es eigentlich doch schon ganz gut. Es kann sicherlich besser werden und das wird es auch. Aber es reicht, um da was verarbeiten zu können. So, da habe ich jetzt oben meinen Namen reingeschrieben. Und natürlich kann ich jetzt hier unten in diesen Bereichen, ihr seht jetzt, da sind auch so Spalten definiert. Da geht es schon wieder los mit dem Treffen der Zeile. Ja, also ehrlich gesagt, gefällt mir auch nicht so prickelnd, wie das da gerade funktioniert. Zumal ich da auch im Moment gar keinen Erfolg habe, die zu treffen. Ja, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Und was auch fehlt, ist meiner Meinung nach Pfeiltasten. Also man hat jetzt gar nichts, um diese Schreibposition mit den Pfeilen oder irgendwo dahin zu setzen. Man muss immer mit diesem Finger da drauf halten, bis die Lupe kommt. Und dann kann man das irgendwie machen. Aber wie gesagt, hier zum Beispiel funktioniert überhaupt nicht die Lupe. Ja, also da muss Apple wirklich mal ran. Das ist noch nicht sauber gelöst. Und ich mache es jetzt nicht weiter. Man kriegt nämlich wirklich einen Anfall, wenn man das jetzt machen muss. Aber seid froh, ihr müsst es ja dann nur einmal machen. Wir wollen das ja als Vorlage speichern. Dann müsst ihr einmal euch da tatsächlich mal reinfriemeln. Man kann es hier dann nicht mal vergrößern. Mit den Fingern pinchen geht nicht. Pinch ist dieses Vergrößern mit den Fingern. Klappt hier nicht. Also einmal dadurch, ja, ein bisschen Frickelei, vielleicht alles weglöschen und das so abändern, wie ihr es haben wollt. Ich lasse es jetzt mal so, wie es ist, um den Kurs hier heute noch fertig zu kriegen. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr, hier oben steht jetzt tatsächlich Per Puppen bei diesen farbigen Vierecken. Und das ist mein Briefkopf. Und damit habe ich ihn eigentlich fertig. Und ich kann ihn jetzt natürlich wieder schließen. Es ist mein Briefkopf. Ich habe ihn jetzt nach DIN-Normen gemacht. Ich könnte ihn aber auch zum Beispiel an jemanden schicken oder als Kopie irgendwo hinsenden. Und das machen wir jetzt. Wir machen das, machen wir nicht. Wir gehen auf Dokumente, gehen zurück. Und da sehen wir jetzt, dass der in meiner Dokumentenübersicht von allen Dokumenten, die ich bislang bearbeitet habe, wieder erschienen ist. Ja, ich habe hier also jetzt meinen Briefkopf. Der heißt nun dummerweise DIN 5008A und das ist natürlich blöd, dann so finde ich ihn nicht. Und was es hier leider nicht gibt, ist so wie auf dem Mac, wo man seine eigenen Vorlagen verwalten kann und die auch als Vorlage benutzen kann. Deswegen müssen wir hier immer mit einem Trick arbeiten und den zeige ich euch kurz. Und zwar, wenn ihr auf Bearbeiten hier oben klickt, dann könnt ihr zum einen die Namen verändern. Ihr könnt da auf die Namen klicken. Ich habe das gerade auf DIN 5008A gemacht und gebt jetzt hier ein, das ist Pers oder Per oder Briefkopf. Per schreiben wir mal. Briefkopf. Per. Und ich schreibe mal direkt dahinter privat, weil ich vielleicht noch einen Firmen-Dingsbums habe, einen Firmenbriefkopf und einen privaten. Ja. Dann bin ich fertig, kann das klicken und jetzt heißt der Briefkopf tatsächlich auch erstmal so, wie ich ihn gerade benannt habe. Wenn ich dort jetzt immer die Briefe reintippe, also mit denen öffne und dann meinen Brief schreibe, dann überschreibe ich mir natürlich sämtliche Briefe immer, weil ich immer nur an dem einen Dokument arbeite und ich mache mir auch immer meine Vorlage letztendlich kaputt. Das ist vielleicht nicht klug, man will die Briefe ja als Kopie sicherlich auf seinem iPad oder Rechner haben, auch einfach als Beweisstück oder zum Recherchieren. Mensch, was habe ich denn da eine Versicherung vor 2 Jahren mal geschrieben?
Und deswegen müssen wir zunächst einmal eine Kopie anfertigen. Also wir starten im Endeffekt Pages, gehen auf Bearbeiten, wählen das Dokument aus und sagen hier oben Plus und erstellen eine Kopie. Ja, ihr seht jetzt, das heißt auch Privat, Kopie, also Briefkopf, Punkt, 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 passt nicht alles hin, Privat, Punkt, Kopie. Und er hat das jetzt quasi kopiert und jetzt könnte ich natürlich hingehen und dieses Dokument zu einem richtigen Brief machen. Dazu ändere ich nochmal den Namen. Also, es ist nicht mehr die Kopie, sondern das ist jetzt Versicherung. Ja, Versicherung, bla bla bla, irgendwas, Schadensmeldung, irgendwas könnt ihr reinschreiben. Und ihr seht jetzt, jetzt habt ihr zwei Dokumente und das Original ist das Briefkopf und dann die Versicherung. Und wenn ich das jetzt fertig klicke und dann öffne, dann kann ich das verändern, dann kann ich in meinen Brief an die Versicherung schreiben. Aber das kann ich jetzt hier wunderbar machen. Und wenn ich dann wieder auf Dokumente klicke und zurückgehe, dann habe ich dort auch tatsächlich immer meinen Versicherungsbrief. Und ich muss mir also im Endeffekt aus meinem einmal erstellten Briefkopf, den ich da habe, immer wieder Kopien erstellen, wenn ich einen neuen Brief schreiben will. Und hier gibt es eine Riesenkritik. Das ist wirklich nicht gut gelöst von Apple. Es gibt zum Beispiel keine Ordner. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt ein Jahr lang Briefe schreibe, jeden Tag 5 Stück, wie lang diese Liste wird. Die ist jetzt schon lang und unübersichtlich. Man findet nichts mehr. Ich kann sie zwar nach Namen sortieren oder nach Datum, aber das Ding ist wahnsinnig unübersichtlich. Was hier fehlt, sind Ordner. Ja, dass ich mir einen Ordner Versicherung mache, einen Ordner irgendwas. Und es fehlt auch meine Vorlagen, was man vom Mac her kennt, aus Pages. Nun hat Apple selber gesagt, das hier ist erstmal die erste Version von Pages, die man online stellt, weil man eben ja das erstmal gleich haben möchte. Man möchte erstmal, dass die Funktionalität die gleiche ist wie auf dem Computer und wenn sie das im Detail eben noch nicht ist, dann arbeitet man das jetzt nach. Und ich bin davon überzeugt, dass Apple hier in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr tolle Lösungen anbieten wird. Also dass hier Ordner kommen müssen, irgendwas anderes von der Ordnerstruktur her, von der Sortierung her, das liegt auf der Hand. Also von daher muss man mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Aber wenn man will, ist es jetzt schon ganz gut benutzbar. Und dieses Brieflein, ihr habt es eben gesehen vielleicht, als ich die Kopie erstellt habe, wurde automatisch in die iCloud geladen. Alles, was ich jetzt hier mache, ist sofort in der iCloud. Und wenn ich meinen Mac anmache, meinen Computer, und dort Pages starte, dann werdet ihr ja oben immer gefragt, wollt ihr von der iCloud oder lokal auf eurem Rechner Dokumente öffnen. Wenn ihr da auf iCloud klickt, dann werdet ihr dort jetzt dieses Versicherungsschreiben schon sehen können. Also eure Schreiben sind dann da auch vorhanden. Das heißt, man könnte beispielsweise schon mal zu Hause am Computer oder der Firma einen Brief vorbereiten. Man kann ihn dann unterwegs in der Bahn oder wo auch immer man ist, weiter bearbeiten. Das ist das Tolle, das klappt prima. Und sobald ich das Dokument schließe, geht es wieder in die iCloud, ist am Computer sofort wieder synchron. Es gehen hiermit noch fantastische andere Sachen. Man kann zum Beispiel auch das Dokument jemandem schicken, der überhaupt keinen Computer hat, kein Mac hat, also Computer schon, aber kein Mac und der auch kein Pages hat. Der hat das nicht. Und trotzdem kann der Dokumente bearbeiten. Das machen wir mal im anderen Kurs, heute nicht. Heute ging es ja darum, diese Vorlagen zu machen. Also, nochmal ganz kurz und im Schnelldurchlauf die Wiederholung. Auf Plus klicken, sucht euch eine Vorlage aus. Anschließend ändert ihr euch die so ab, wie ihr die haben wollt, benennt die um und nennt die einmal so, dass das euer Briefkopf per Privat oder wie auch immer ist. Und bevor ihr den für was anderes verwendet, kopiert ihr ihn euch einmal über Bearbeiten, Dokument anwählen und auf Plus klicken da oben links. Dann ist das Dokument kopiert und mit der Kopie könnt ihr dann ja eigentlich weiterarbeiten und den Brief erstellen. Muss man ein paar Mal gemacht haben. Ist ein bisschen kompliziert. Klingt jetzt auch vielleicht kompliziert, wenn ihr es zum ersten Mal gemacht habt. Wenn es tatsächlich auch von mir schlecht erklärt war und zu kompliziert war, dann schreibt das mir gerne rein. Ich kann das noch einfacher erklären. Nur vielleicht reicht das schon, was ich jetzt gemacht habe, um euch dazu animieren, das einfach mal auszuprobieren. Und man muss es tatsächlich einfach machen. Das ist am Anfang wirklich mühselig. Man hat da wenig Lust zu. Das klappt auch noch nicht so toll. Ihr habt das gerade gesehen da mit meinen komischen Fußnoten. Boah, ja, das war nicht so toll. Aber wenn ihr das öfter benutzt, dann geht das immer besser. Und manche glauben das nicht, aber wenn ihr euch mal an die ersten Zeit mit eurem iPad erinnert, wie lange musstet ihr auf der Tastatur suchen, was tippen. Und es gibt heute Programme, die ihr fast täglich benutzt, die wechselt ihr ganz schnell. Da wisst ihr sofort, wo was ist und ihr klickt drauf und fühlt euch da fast wie zu Hause. Und so geht das mit Pages auch, wenn man damit einfach mal arbeitet. Und ich würde vorschlagen, spielt mit rum, wenn ihr es braucht und wenn ihr Briefe schreiben wollt, das geht ganz gut. Man kann übrigens mit dem iPad auch drucken.
viele sagen, das iPad kann nicht drucken. Das stimmt nicht. Das iPad kann drucken auf sogenannte AirPrint-fähige Drucker. Ja, das sind Drucker, die ein bestimmtes Modul eingebaut haben, um Daten vom iPad empfangen zu können. Die sind auch nicht teuer. Die kosten so um die 50, 60 Euro, diese Drucker. Und so könnt ihr dieses Dokument auch tatsächlich vom iPad aus an den Drucker schicken und ausdrucken. Es ginge aber auch, dass ihr es eben am Computer macht, wenn ihr einen Mac habt. Und dort ist es ja dann in der iCloud, dort könnt ihr das Dokument auswählen und dann eben ausdrucken. Also wie auch immer ihr das machen wollt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und drucken geht also auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein für Pages am iPad. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Übrigens, wer das noch eine Nummer kleiner haben will, das geht auch am iPhone, denn die haben tatsächlich auch für das iPhone Pages genau in der Version entwickelt. Noch frickeliger mit den Fingern, noch wahnsinniger das Ganze zu machen. Aber es geht, ja, wenn man mal einen Text korrigieren will oder irgendwas noch einfügen will, geht das. Aber so ein langes Arbeiten ist nicht wirklich spaßig damit. Und wie gesagt, wenn ihr mehr damit machen wollt, es gibt Tastaturen, es gibt Möglichkeiten, dann eben auch Texte damit zu schreiben. Auch da muss ich sagen, mit der Tastatur, die Unterstützung für Tastaturen auf dem iPad, die ist nicht die beste. Aber es gibt zum Beispiel Pfeiltasten, man kommt dann besser an die Schreibposition hin. Aber nicht alle Funktionen, die man so mit dem Finger machen kann, sind auf Tastaturen möglich. Und deswegen muss man auch da sehen, zum Texte schreiben ist es okay, ein paar Einstellungen kann man auch machen, aber dann hört es auch schon auf. Wer wirklich richtig professionell arbeiten muss, kommt wahrscheinlich um den Computer nach wie vor nicht herum, um da wirklich alles zu haben mit Maus und Tastatur. Aber wer gelegentlich mal ein Brieflein schreibt, wer ein paar Sachen vorbereiten will, wer ein bisschen nachbearbeiten will, ein bisschen noch korrigieren möchte, der kann das prima machen. Ihr seht da zum Beispiel, ich habe hier sogar unsere Flyer drauf. Ja, da ist der Hamburger Weihnachtsflyer von unserer City-Tour drauf. Ich öffne ihn mal kurz. Ein Riesendokument, ja, es wird gerade geladen. Er sagt auch, ein paar Sachen gehen jetzt nicht. Da sind ein paar Schriften nicht ganz okay, weil die nicht auf dem iPad sind. Aber das ist eigentlich egal. Und dieses Riesendokument, ich glaube, wir erleben heute nicht mehr, dass es noch öffnet, weil es wirklich riesig ist. Es ist die Druckvorlage für die Druckerei. Ah, da ist es. Ja, da kann ich das hier tatsächlich auch bearbeiten. Und ihr seht, das ist wirklich die Druckvorlage, mit der wir drucken gehen. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier tatsächlich ein paar Zeichen nicht da sind. Das ist auch ein Problem. Ja, am Mac habe ich andere Zeichen als hier. Deswegen kann ich das in Pages jetzt nicht so benutzen. Aber ich könnte, wenn es nicht so aufwendig gestaltet wäre, das durchaus machen und hier den Flyer verändern. Ich kann das hier alles bearbeiten. Also das ist das Schöne an diesen Dokumenten. Und ich denke mal, in den nächsten Monaten werden wir sehen, wie auch die Schriftzeichen hier alle korrekt erscheinen und das so langsam alles tatsächlich rüberwandert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War ein bisschen längerer Kurs mit Pages, aber ich will euch immer auch möglichst reinholen in die Sache. Also fangt ruhig mit den einfachen Videos im Blog an und wir werden dann hier immer etwas komplizierter. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen, neue Dinge machen und dann werden die Videos auch schon mal ein bisschen länger und auch ein bisschen komplizierter. Aber ich hoffe, ihr kommt noch mit. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Kommentare motivieren mich ungemein weiterzumachen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich mich über diese Kommentare freue, weil ich einfach sehe, ha, hat auch mal jemand gesehen, was ich da mache. Und ja, wir werden uns noch spannende andere Sachen angucken können. Bis demnächst.